Schöne Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wannenbad, Südbalkon, saniert. Diele und Garderobenbereich. Mit einem kleinen Kammerbereich dazu. Ruhig schlafen zum Innenhof. Wohnzimmer südseitig als Durchgangsbereich zur Wohnküche. Wohnung mit Laminat ausgestattet. Großer Wohnbereich. Super helle Wohnung. Jetzt gehen wir hier rechts in den Küchenbereich. Spüle und Gasherd gehören zur Wohnung. Die anderen Möbel sollten übernommen werden. Da haben wir Einbauschränke und einen neuen Kühlschrank. Der Mieter hat Glück gehabt, der hat in der anderen Wohnung komplette neue Einbauküche dran. Großes Fenster zum Südbalkon. Blick fensterseitig. Fußboden hier dunkel gefliest. Nochmal zu den Möbeln. Der neue Kühlschrank. Blick ins Wohnbereich, aus der Küche kommend. Kleiner Südbalkon. Oben wäre jetzt die Sonne. Nachmittags kommt ihr natürlich wieder. Nachmittags seht ihr da drüben. Dann geht es zurück ins große Wohnbereich, südseitig. Das war der Blick von der Balkontür. Jetzt fensterseitig.
toller Wohnbereich mit Zugang zur Wohnküche und Südbalkon. Zurück zum Dielen im Garderobenbereich mit kleiner Kammerbereich. Rogis Schlafzimmer zum Innenhof oder zum Gartenbereich, wie auch immer. Natürlich ja auch Laminatfußboden. Fensterseitig. Schönes großes Schlafzimmer. Hier haben wir sogar so einen Fliegensieb und Mückensieb da, dass die nicht reinkommen im Sommer. Deswegen gucken wir jetzt hier in den Gartenbereich und die Fahrräder kommen dahin. Tolle Single-Wohnung oder Pärchenwohnung, aber eher Single-Wohnung. Super helle Wohnung. Schlafzimmer ostseitig, die stehen im Sommer mit der Sonne morgens auf, wenn die um 4 aufgeht. Dann geht es gleich zurück zum Dielen und der Garderobenbereich. Kleinen Kammerbereich. Und dann mal gegenüber dem Schlafzimmer das Wannenbad mit Vorhänge-WC und Ablage, Handwaschbecken, Zentralheizung, Zentralwarmwasserversorgung, im Wannenbad Anschluss Waschmaschine. Handtuchheizkörper. Über der Toilette die Ablage. Wannenbad. Zweitbezug nach Sanierung. Anschluss, Abfluss, Waschmaschine. Aber geht nur eine kleine rein. Man hat Anfang der 80er Jahre die Türen nur im kleinen Format gemacht, weil wahrscheinlich die Architekten betrunken waren. Tolle Zwei-Zimmer-Wohnung, Südbalkon, Wannenbad. Dann geht es zurück zum Dielen im Garderobenbereich. Ein
Und da beenden wir die Wohnungsbegehung, Besichtigung der hellen großen Wohnzimmer mit Südbalkon und Zugang zur Wohnküche und sagen einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.